Nachmittag gab es Reparaturarbeiten auf dem Schiff. Der Schiffseigner wollte eine Welle, so wie ich gehört habe, austauschen und ist beim Austauschen der Welle so unglücklich in den Motorraum reingerutscht, dass er sich selber nicht befreien konnte. Sein Glück war letztendlich, dass Freunde von ihm vermisst hatten und nach circa 2 Stunden, die er dort eingeschlossen war, gefunden worden ist. Daraufhin wurde die Feuerwehr alarmiert und sofort eine patientengerechte Rettung eingeleitet. Zielsetzung war es bei der patientengerechten Rettung nach Möglichkeit, möglichst wenig an dem Schiff zu zerstören. Das ist uns auch weitestgehend gelungen. Also alles das, was die Feuerwehr dort an dem Schiff baulich verändert hat, ist dahingehend auch wieder reparabel bzw. mit leichten Mitteln wiederherzustellen. Da der Patient als solches sehr geschwächt war durch die Lagerung, dass er dort über 2 Stunden letztendlich liegend auf engstem Raum eingeklemmt und eingeschlossen war, mussten wir Teile der Umzäunung des Geländes entfernen, damit wir dort mit der Drehleiter ihn möglichst schonend von Bord holen konnten und ihn letztendlich von Bord dann an die Rettungsmittel übergeben konnten. Thank you.